Mein Name ist Danika Galler, ich bin Oberschulkonrektorin der Selma Lagerlöf Oberschule in Hasefeld. Mein Hauptaufgabengebiet liegt in der Digitalisierung. Ich bin Ansprechpartnerin und Administratorin für die iPad-Jahrgänge. Mein Name ist Ludger Hamm. Ich bin Lehrer am Hildegard von Bingen Gymnasium in Twistring und dort als Koordinator tätig. Hier vertrete ich den Bereich der SEC 1 und die Digitalisierung. Darüber hinaus unterrichte ich Mathematik, Informatik und katholische Religion und bin als medienpädagogischer Berater tätig. Mein Name ist Matthias Ottmann. Ich bin Gymnasiallehrer an der Diebfrauenschule in Vechta. Dort unterrichte ich die Fächer Mathematik und Geschichte und auch in Informatik in Klasse 5 und 6 bin ich noch eingesetzt. Unsere Schule in Vechta ist ein reines Mädchengymnasium, das in der Oberstufe mit den anderen beiden Gymnasien kooperiert. Mein Name ist Kurt Gerken. Ich arbeite als Lehrer für Mathematik und Physik am St. Vith-Gymnasium in Zefen. Dort gehört es auch zu meinen Aufgaben als Koordinator, den IT- und MINT-Bereich zu betreuen. Zudem bin ich mit einem Teil meiner Stunden Abgeordnet als medienpädagogischer Berater für das Land Niedersachsen und betreue dort den Landkreis Rothenburg-Wümme. Hallo, mein Name ist Benedikt Heidmann, ich bin stellvertretender Schulleiter am Schulzentrum Lohne. Außerdem kümmere ich mich dort um die Digitalisierung unserer Schule. Die ersten Tablets haben wir im Jahr 2018 und 2019 bei uns an der Schule eingeführt. Bei uns an der Schule gibt es seit 1,5 Jahren iPads. Und zwar in der Ausstattung für die Lehrkräfte und in Form von zwei iPad-Koffern mit je 15 Geräten. Kurz nach der Anschaffung der Tablet-Koffer kam im Jahre 2014 die Elternschaft einer siebten Klasse auf die Schulleitung zu und wünschte die Einführung von Tablets statt des herkömmlichen Taschenrechners und des elektronischen Wörterbuches. Unter bestimmten Voraussetzungen, dazu zählte unter anderem die Einstimmigkeit unter den Eltern, konnten solche Geräte dann angeschafft werden. Diese Einstimmigkeit wurde herbeigeführt und so startete in 2014 die erste Tablet-Klasse im siebten Jahrgang. Bei uns gibt es seit 2014 Tablets an der Schule und wir sind damals mit ungefähr 40 Geräten gestartet. Wir haben uns damals für Kofferlösungen entschieden. Wir haben zwei Koffer angeschafft mit jeweils 16 iPads, die unsere Kollegen mit in den Unterricht nehmen können. Wir sind mit Lehrergeräten gestartet und zwei iPad-Koffern. Das waren dann ungefähr 100 iPads. Nach dem ersten Erproben mit den iPad-Koffern haben wir dann im Schuljahr 2019/2020 unseren ersten iPad-Jahrgang eingeführt. Die 1:1-Ausstattung startet bei uns an der Schule erst, und zwar zum kommenden Sommer. Wir werden mit dem Jahrgang 11 beginnen. Wir haben bei uns 2017 mit einer 1:1-Ausstattung im Jahrgang 7 begonnen, sind dann schrittweise zurückgegangen in den Jahrgang 6. Unter anderem haben wir auch Tablets ausgegeben kurz vor Weihnachten, damit dieser Anschaffungspreis gleichzeitig als Weihnachtsgeschenk dient. Haben nun in diesem Corona-Jahr für uns entschieden, dass wir bereits in der Klasse 5 beginnen mit den iPads. Das hat sich jetzt ein wenig hingezogen, sodass wir jetzt im Juli zumindest, also vor den Sommerferien, tatsächlich im Jahrgang 5 die iPads einführen werden. Und auch Corona-bedingt haben wir uns dazu durchgerungen, dass wir bei der Aufnahme der jetzigen Viertklässler, also nach den Ferien, unsere Fünftklässler, dass die gleich im Jahrgang 5 mit den iPads starten. Das bedeutet also, dass wir im nächsten Schuljahr 2021/22 alle Jahrgänge von 5 bis einschließlich 11 in einer 1:1-Ausstattung mit Tablets ausgestattet haben. Das Folgejahr 2015 wurde zur Evaluation und zur Ausbildung der Lehrkräfte verwendet, sodass wir in 2016 erneut alle Klassen des siebten Jahrgangs befragten und in den Klassen, in denen Einstimmigkeit herbeigeführt wurde, ebenfalls Tablets angeschafft haben. In 2016 waren dies zwei der 5 siebten Klassen. Eine 1:1-Ausstattung gibt es an unserer Schule seit 2,5 Jahren. Wir sind mit den Klassen 7 und 8 gleichzeitig gestartet und im nächsten Schuljahr starten wir in Jahrgang 5. Die Entscheidung, einen ganzen Jahrgang zu nehmen statt nur eine Klasse, fiel uns nicht schwer.
Durch die ganzen Kurse bei uns in der Schule würde das Unterrichten deutlich erschwert werden, wenn nur ein Teil der Kinder mit iPads unterwegs wären. Ein anderes Argument ist, dass wir keine Resteklasse haben wollten, in der Kinder sitzen, die kein iPad haben wollen, haben dürfen oder sich keins leisten können. Wir haben uns dazu entschlossen, einen kompletten Jahrgang auszustatten, und zwar den Jahrgang 11 und nicht einzelne Klassen. Das hätte in der Oberstufe auch wenig Sinn ergeben, denn in der Qualifikationsphase wechseln die Schülerinnen und Schüler dann ja in die Kursgruppen. Um auch hier weiter einheitlich arbeiten zu können, braucht es eben den jahrgangsweisen Einsatz der Geräte. Da wir Kenntnis hatten von anderen Versuchen hier aus der Region, wo dann doch in einer Klasse gestartet wurde und die anderen beiden Klassen dann leer ausgingen, hatten wir uns überlegt, wenn wir schon Tablets einführen, dann machen wir das gleich im gesamten Jahrgang, ohne dass es da zu irgendwelchen Neidsituationen oder Ähnlichem kommt. Die Entscheidung der Folgejahre, ganze Jahrgänge mit den Tablets auszustatten, ist auf jeden Fall der klassenweisen Einführung in unseren Augen vorzuziehen. Das machte sich vor allem bemerkbar, da jetzt unsere erste Tablet-Klasse in 2021 Abitur gemacht hat und wir durch die Mischung der Gerätearten dort entsprechende Nachteile hatten. Viel einfacher wäre es gewesen, wenn alle Schülerinnen und Schüler im Abitur die gleichen Technologien zur Verfügung gehabt hätten. Wir haben uns für den Einsatz in allen Klassen entschieden, weil wir so auch in Wahlpflichtkursen oder in religiösen Kursen gleiche Voraussetzungen bei allen Schülern haben und die Lehrer sich darauf einstellen können, dass sie verlässlich auf die Endgeräte zurückgreifen können. Wir haben uns entschieden, die iPads im 7. Jahrgang einzuführen. Die Kinder kommen aus der Grundschule, meistens mit sehr wenig Erfahrung im Umgang mit Computern. Sie sollen bei uns dann erstmal sich mit iSurf auseinandersetzen. Lesen, Rechnen und Schreiben steht sowieso im Vordergrund und natürlich auch die sozialen Kompetenzen. Sie sind bei uns im neuen System, lernen neue Freunde kennen und dementsprechend ist das für uns im Jahrgang 5 und 6 sehr wichtig. Ab dem 7. Jahrgang erschien uns der Punkt als ideal für die Einführung. Wir haben uns dazu entschieden, mit der Jahrgangsstufe 11 anzufangen, weil die Dringlichkeit, was den Einsatz von digitalen Endgeräten betrifft, vor allen Dingen in der Oberstufe bei uns entstanden ist, denn hier wurde bereits vorher mit Bring-Your-Own-Device-Konzepten gearbeitet, denn vielfach wurde angefragt, ob Schülerinnen und Schüler nicht zwischendurch mal eine kurze Recherche oder ähnliche Dinge mit ihrem Endgerät machen können. Der Wechsel in vorhandene PC-Räume ist dann schnell an seine Grenzen gekommen. Auch die Zeit, die dadurch verloren geht, wenn Schülerinnen und Schüler durchs Haus laufen, um hier erstmal den Arbeitsplatz zu wechseln, erschien nicht ratsam. Wir haben uns überlegt, wir starten schon in Jahrgang 7, damit unsere Schülerinnen von Anfang an das Gerät als ein Arbeitsgerät begreifen und nicht als ein Just-for-Fun-Spielgerät. Wir haben uns für eine Einführung im 7. Jahrgang entschieden, da im 7. Jahrgang ohnehin ein Taschenrechner bzw. ein Wörterbuch von den Eltern für die Schülerinnen und Schüler angeschafft werden muss. Diese Zahlung kann entfallen, wenn wir stattdessen Tablets kaufen, die ca. 400 Euro kosten. Damit können wir durch den Wegfall von elektronischem Wörterbuch und Taschenrechnerbeschaffung diese Zahlung ein wenig kompensieren. Für uns ist der Jahrgang 7 eigentlich ideal, weil sie in den Jahrgängen 5 und 6 erstmal bei uns in der Schule ankommen können, das soziale Miteinander gestärkt wird und dann in Jahrgang 7 wirklich dann auch das kooperative und kollaborative Arbeiten bei uns in den Mittelpunkt kommt und da sind die Endgeräte wirklich passend eingeführt. Da wir jetzt im nächsten Jahr mit einem ganz neuen Schulsystem starten, wir schaffen bei uns die Klassen ab, arbeiten nur noch fachübergreifend und projektbezogen, ist es für uns ab dem nächsten Jahr sinnvoll, in Jahrgang 5 einzusteigen. Bevor wir im Schuljahr 2018-2019 mit den Tablet-Koffern angefangen haben, haben wir das Schuljahr zuvor genutzt, um die Infrastruktur unserer Schule auszubauen. Wir haben ein flächendeckendes WLAN installiert und interaktive Tafeln für die Klassenräume organisiert. Wir haben etwa 2 Jahre gebraucht, um zu der Entscheidung zu kommen, dass wir in der 1:1-Ausstattung mit Schülerinnen und Schülern arbeiten wollen, und zwar mit iPads. Warum so lang? Ja, weil wir zuerst prüfen mussten, welche sind überhaupt die richtigen Geräte für uns. Wollen wir mit Windows-Tablets, Android-Tablets oder iPads arbeiten? Oder wollen wir weiter mit dem Bring-Your-Own-Device-Konzept
unterwegs sein, das wir bislang in der Oberstufe im Einsatz haben. Dazu wurden Arbeitsgruppen gebildet und es wurden andere Schulen besucht. Es ist externe Expertise ins Haus geholt worden und wir haben Fortbildung besucht. Das Ergebnis war dann, dass wir zuerst die Lehrkräfte mit iPads ausstatten wollen, um zu prüfen, ob das überhaupt ein guter Weg für uns ist, und das Ganze ergänzt mit 2 iPad-Koffern für den Unterricht mit jeweils 15 Geräten. Das ist jetzt circa 1,5 Jahre her. Die Erfahrungen waren dann derart positiv, dass wir nach einem Jahr im Einsatz dieser Geräte dann gesagt haben, ja, wir wollen in der 1:1-Ausstattung mit Schülerinnen und Schülern arbeiten. Dazu gab es einen entsprechenden Entschluss in der Personalkonferenz, der nahezu einstimmig dazu ausgefallen ist. Im weiteren Verlauf mussten dann noch die Eltern überzeugt werden. Es gab einen wichtigen, für uns sehr wichtigen Elternabend, der ca. 2,5 Stunden gedauert hat, wo dann gezeigt wurde, wie mit den Geräten im Unterricht gearbeitet wurde und wird und warum wir ausgerechnet das iPad einsetzen wollen und nicht andere Geräte und warum wir auch auf eine einheitliche Geräteklasse setzen wollen. Das konnte tatsächlich die Zweifler überzeugen. Das Ganze wurde ergänzt durch ein aufgesetztes Padlet für die FAQs. Das Ganze war interaktiv, es wurde darauf reagiert, es konnten auch andere Kollegen und Kollegen und auch Eltern reagieren. Es gab eine rege Diskussion. Im Abschluss dann konnten wir die Entscheidung fällen, überzeugend fällen und auch alle mitnehmen, um dann hier in 1:1-Ausstattung mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten zu können. 2016 haben wir uns die ersten Gedanken dazu gemacht. Das ging so knapp vor den Sommerferien los. Wir haben uns sehr schnell auf den Weg gemacht, da wir schon im Frühjahr 2017 mit der Einführung gestartet sind. Das war ein sehr, sehr schneller Spurt auf einem langen Weg. Es hat funktioniert, also es hat technisch funktioniert. Wir haben uns Zeit gelassen bis zu den Sommerferien auf inhaltlich-pädagogischer Ebene. Aber in der Rückschau muss ich sagen, so ein Jahr Vorbereitung, das braucht man schon. Zur Vorbereitung des Starts mit der ersten Klasse blieb nicht sehr viel Zeit, da wir von dieser Elternanfrage damals ein wenig überrascht wurden. Wir hatten circa ein halbes Jahr Zeit, um das Ganze umzusetzen, hatten erste Erfahrungen durch den Tablet-Koffer sammeln können. Ich würde aber sagen, dass man für eine gute Vorbereitung circa ein Schuljahr benötigt. Wir haben nicht so viel Zeit bei uns für die Planung investiert. Wir sind eigentlich direkt gestartet. Das heißt, wir sind nach 2 Wochen Überlegungen, haben wir gekauft und haben das Learning by Doing einfach ausgeführt. Und das ist auch unsere Art, wie wir bei uns an der Schule arbeiten. Wir probieren aus, machen unsere Erfahrungen, geben gerne Erfahrungen an andere Schulen weiter. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann wird es entweder ersetzt oder verändert. Wir haben uns für das iPad entschieden. Die Schule hat sich für das iPad entschieden. Und zwar das iPad in der einfachen Ausstattung mit 32 und 128 GB. Wir sind dabei recht schnell auf Apple iPads gekommen. Im Rahmen des Vergleichs der verschiedenen Gerätegattungen haben wir uns im Jahre 2013 für die Anschaffung von iOS-Geräten entschieden. Letztendlich entschieden haben wir uns in großen Teilen für iPads, aber uns ist wichtig, dass die Schüler nicht ein System kennenlernen, sondern dass sie einfach vorbereitet werden auf die digitale Welt und nicht lernen, wie zum Beispiel ein iPad funktioniert, sondern dass sie präsentieren können und dass es für die Schüler egal ist, ob sie dabei ein Chromebook benutzen, Windows-Gerät oder ein iPad. Die Entscheidung für iPads fiel uns nicht schwer. Es gab bis dato wenig Erfahrungsberichte über andere Systeme, zum Beispiel Windows oder Android, welche in den Schulen genutzt wurden. Für uns stand die Bedienerfreundlichkeit im Vordergrund und natürlich auch die einfache Verwaltung. Das Mobile Device Management lässt es zu, die Geräte einfach und unkompliziert zu steuern. Die Update-Garantie der Geräte war ein weiterer Punkt. Die Schule hat sich für die iPads aus folgenden Gründen entschieden. A. Die Lehrkräfte kommen schlicht und ergreifend super damit klar. Wir haben eine sehr hohe Annahme gehabt, sowohl was die Unterrichtsvor- als auch Nachbereitung als auch Durchführung betrifft. Für die Durchführung haben wir dann auch iPad-Koffer eingesetzt, und zwar anfangs dann 2 und später das Ganze dann ergänzlich weitere Koffer. Diese Erfahrungen waren derart positiv, dass wir nach und nach
alle Lehrkräfte mitnehmen konnten. B. Auch die Schülerinnen und Schüler arbeiten sehr gerne mit den Geräten und die Geräte kommen super an. C. Die Administrierbarkeit ist wirklich ein Traum im Vergleich zu anderen Geräten. Dazu braucht man ein passendes MDM. Der ISOF bringt ein solches mit und dieses MDM ist dann auch im Einsatz. D. Auch die Eltern konnten letztlich überzeugt werden, und zwar, weil sie gesehen haben, dass damit der Unterricht an Qualität gewinnt. Dazu musste Überzeugungsarbeit geleistet werden. Wir haben einen Elternabend, einen ausführlichen, langen Elternabend dazu gemacht, wo wir gezeigt haben, wie diese Geräte im Unterricht eingesetzt werden und warum wir unbedingt diese Geräte wollen und nicht andere. Außerdem bietet Apple die Möglichkeit, über die Classroom-App eine ganze Klasse während des Unterrichts im Blick zu halten. Sie bieten mittlerweile die Möglichkeit, Apple Pencil zu benutzen. Die Benutzung des Pencils ermöglicht ein Schreiben per Hand auf dem Display, fast wie auf Papier. Somit haben wir keine Tastatur vorgeschrieben, die Schülerinnen nun benutzen müssen. Das bleibt ihnen im Moment erstmal selbst überlassen. Wir benutzen in der Regel wirklich nur den Pencil. Wir haben dann alle unsere Klassenräume und Fachräume zunächst ausgestattet mit Beamern und dazu gehöre ich auch mit Apple TVs, sodass also die Schülerinnen und auch natürlich alle Kolleginnen und Kollegen mit ihren Geräten sich auf das Apple TV schalten können und dann ihre Unterrichtsinhalte an die, sagen wir es so, an die Wand werfen können. Also sie präsentieren über den Beamer mithilfe des Apple TV die Unterrichtsinhalte, ihre Arbeitsergebnisse, alles das, was sie auf ihrem Gerät letztendlich machen. Zum Zeitpunkt des Vergleichs der drei Systeme ist es uns nur gelungen, iOS-Geräte zuverlässig und stabil auf Beamer zu übertragen. Bei der Verwendung von Android- und Windows-Geräten traten immer wieder Störungen auf oder der Aufbau der Verbindung des Übertragens war schwierig. Mindestens genauso wichtig war das Angebot an Updates. Während für Windows-Geräte langzeitige Updates zu erhalten sind, war das bei Android-Geräten nicht zu erwarten. Die Erfahrungen waren, dass bei Apple hingegen, ähnlich wie bei Windows-Geräten, für lange Zeiten Updates für die Geräte geliefert werden. Zudem sollten die Geräte 7 Jahre halten. Das bedeutet, dass wir auch Geräte von Markenherstellern bevorzugten gegenüber von günstigeren Geräten, damit wir den Eltern nicht innerhalb der 7 Jahre eine zweite Anschaffung zumuten mussten. Für die Anwendungsszenarien in unseren Unterrichten war die einfache Nutzung von Kamera und Mikrofon ein wichtiger Bestandteil. Auch die Möglichkeit, mit einem Stift auf dem Tablet zu schreiben, war wichtig für verschiedene Unterrichtseinsätze. Da die elternfinanzierten Tablets als Ersatz für Taschenrechner und Wörterbuch dienen sollten, war ganz wichtig auch der sichere Einsatz in Klassenarbeitsszenarien bis hin zum Abitur. Daher haben wir von Beginn an auf eine MDM-Lösung gesetzt, sodass die Lehrkräfte in bestimmten Situationen im regulären Unterricht und natürlich auch in Prüfungssituationen die Nutzung an den Geräten auf einzelne Apps einschränken konnten und so einen rechtssicheren Einsatz auch in Klausuren und Klassenarbeiten gewährleisten konnten. Also entschieden haben wir uns für ein iPad, weil es sehr einfach einzurichten war und die Administration sehr einfach ist. Mittlerweile sind für uns auch Chromebooks eine Alternative, weil die genauso einfach einzusetzen sind und für die oberen Jahrgänge besonders Sinn machen, weil sie office-mäßig für uns tauglicher sind als die iPads. Aufgrund der guten und positiven Erfahrungsberichten anderer Schulen ist uns die Einführung der iPads nicht schwer gefallen. Die Entscheidung war überhaupt nicht leicht. Es wurden neben den iPads auch einige Android-Tablets und Windows-Tablets geprüft. Letztlich wurde der Einsatz dieser Geräte dann verworfen, weil sie einfach schlicht und ergreifend nicht gut angenommen worden sind. Dann waren da die Lehrkräfte, die durchaus sehr kritisch gewesen sind, zumindest einige von ihnen, was den Einsatz von iPads betrifft, und zwar aus folgenden Gründen. A. Warum ausgerechnet die Bindung an Apple? Und B. Warum so viel Geld dafür ausgeben? Geht das nicht auch günstiger? Diese Gründe sind ja nicht von der Hand zu weisen und es musste Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Dabei war von Anfang an ja überhaupt nicht klar, wo das Ganze hinlaufen soll. Also es stand am Anfang nicht die Entscheidung so, wir werden jetzt iPad-Schule und jetzt gucken wir, wie wir das umsetzen können, sondern am Anfang stand die Entscheidung, wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler digital ausstatten. Das haben wir auch gemacht, insofern, als wir gesagt haben, ja, wir arbeiten jetzt erstmal mit dem Bring-Your-Own-Device-Konzept, weil ja sowieso alle Schülerinnen und Schüler bereits ausgestattet sind. Das hat auch für eine Zeit ganz gut funktioniert, aber der Anspruch, den wir haben an die Endgeräte, ist eben gewachsen. Sowohl was die Einheitlichkeit betrifft, als auch so eine Ausstattung-Mindestvoraussetzung. Um jetzt hier zu einer Entscheidung zu finden, wurden Arbeitsgruppen gebildet, es wurde externe Expertise ins Haus geholt, es wurden andere Schulen besucht und so wurde dann schrittweise vorgegangen. Der erste Schritt war dann, die Lehrerinnen und Lehrer mit iPads auszustatten. Es hat sich dann gezeigt, ja, wir wollen das mit iPads ausprobieren. Es scheint so, dass diese Geräte sehr gut im Unterricht und in der Schule funktionieren, auch wenn es viele Widerstände gibt und die gab es zu Beginn. Und um hier Erfahrung zu sammeln, ging es darum, die Lehrkräfte erstmal ausprobieren zu lassen, wie sieht das denn überhaupt aus mit diesen Geräten. Das ist dann auch passiert. Die Lehrkräfte sind ausgestattet worden. Dann kam iPad-Koffer dazu für den Unterricht und dann haben wir das Ganze erstmal ein Jahr ungefähr laufen lassen, um dann schließlich am Ende dieses Prozesses, auch dem Prozess, der in den Arbeitsgruppen stattgefunden hat, zu entscheiden, ja, wir wollen die 1:1-Ausstattung mit Schülerinnen und Schülern. Die Entscheidung ist uns insgesamt nicht leicht gefallen. Wir sind relativ schnell doch zu den iPads gekommen, also zu Apple. Aber die Auswahl zu treffen, in welchem Jahrgang wir starten, die Auswahl zu treffen, digitale Inhalte einzufordern, die Frage, wie wir unsere Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot holen, auch diese Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen, dass das etwas Positives ist, das fiel uns insgesamt nicht leicht. Die Entscheidung ist uns am Anfang verhältnismäßig leicht gefallen, da wir nur für die Apple-Geräte dort die Administration so einfach erreichen konnten. Wir haben erhebliche Probleme gehabt, Windows-Geräte ohne verdrahtete Netzwerkverbindungen zu aktualisieren und zu steuern. Das gelang uns von Beginn an relativ mühelos mit den iOS-Geräten. Daher waren wir mit der Beschaffung zu der Zeit auch zufrieden und haben die Entscheidung auch nicht bereut. Ich denke, dass inzwischen die Systeme, was die Bedienbarkeit, die Steuerbarkeit über ein MDM angeht, inzwischen auf Augenhöhe sind und man sich inzwischen für jedes der drei Systeme entscheiden kann. Für uns steht ein Wechsel nicht mehr zur Debatte, da wir durch die Ausstattung mit Hardware und Ähnlichem und auch durch die Ausstattung mit Lehrerendgeräten einen Wechsel so einfach nicht erreichen können. Die Entscheidung war nicht, damals war sie leicht, aber mittlerweile sind wir der Meinung, dass es sinnvoll ist, an der Schule verschiedene Systeme einzusetzen, um einfach die breite Möglichkeit für die Schüler zu geben. Unserer Erfahrung nach geht es um drei Dinge. A. Einfach mal ausprobieren. B. Expertise einholen. C. Zeit. Zu A. Warum nicht einfach mal ein paar Geräte kaufen, die im Unterricht einsetzen. Dazu Arbeitsgruppen bilden und dann schauen, was am Ende dabei rauskommt. Das ist gar nicht verkehrt. Lehrerinnen und Lehrer sind hier die Experten, was ihren Unterricht betrifft. Und hier auf diese Expertise kann man dann auch setzen. B. Aber natürlich muss das Ganze auch ergänzt werden durch Expertise von außen. Dazu kann man sich Expertise ins Haus holen oder auf Online-Fortbildung setzen oder eben Schulen besuchen, die bereits in der 1:1-Ausstattung arbeiten, sei es nun mit iPads oder im Bring-Your-Own-Device-Konzept oder eben vereinzelt auch mit Android-Geräten oder Chromebooks. Das ist in Niedersachsen nicht sehr verbreitet, aber auch solche Schulen gibt es. Und C, dann ganz wichtig, Zeit, in einzelnen Schritten voranschreiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nicht alles auf einmal wollen und auch nicht Lehrkräfte und Schüler alle gleichzeitig ausstatten und dann denken, jetzt fangen wir gemeinsam an. Nein, gebt den Lehrern auch Zeit, sich mit diesen Geräten auseinanderzusetzen und das selber erstmal auszuprobieren. Hilfreich für die Entscheidung finde ich eine Zusammenstellung des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen. Diese hatten auf der Internetseite eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen Systeme in Bezug auf unterschiedlichste Fragestellungen veröffentlicht. Dazu zählt die
Update-Fähigkeit, die Haltbarkeit, die Laufzeit der Batterien und so weiter. Ich finde es, fand die Tabelle sehr hilfreich, denn man konnte die für seine Schule, für seine Lernumgebung wichtigsten Punkte rauspicken und dann schauen, welches der drei Systeme unter dem Strich für am besten geeignet betrachtet werden kann. Leider ist diese Gegenüberstellung nicht mehr online veröffentlicht. Man kann sie aber per Mail dort erfragen. Ja, für uns, habe ich gerade schon gesagt, es ist immer wichtig, eigene Erfahrungen zu machen. Das heißt, dass man sich verschiedene Geräte anschaut, die auch im Live-Einsatz mal ausprobiert mit Schülern, mit Lehrern und vorher überlegt, was man mit den Geräten machen will. Bestimmte Geräte schließen einfach bestimmte Anwendungen aus, auch für die Lehrer. Und wenn Lehrergeräte eingesetzt werden sollen, sollte man vorher überlegen, was die Lehrer denn damit machen müssen. Passt das mit dem Zeugnisprogramm oder wird das vielleicht ersetzt, damit man damit arbeiten kann? Das sind wichtige Überlegungen, die man vorher tun sollte. Die iPads werden bei uns als zusätzliches Lernmittel eingesetzt. Sie ersetzen lediglich den Taschenrechner. Ansonsten haben die Kinder nach wie vor Stift, Block, Papier und ihre Bücher. Am Vormittag haben wir ein geschlossenes System. Das heißt, nur die Apps, die die Schule draufspielt, sind auf den Geräten drauf. Am Nachmittag sind die Kinder in der Lage, wenn die Eltern es denn erlauben, eigene Apps aufzuspielen. Somit sind sie in der Lage, vielleicht eine Fußball-App aufzuspielen, ein Zeichenprogramm oder vielleicht auch mal ein Spiel. Wir haben uns dafür entschieden, da wir das ganze Potenzial des iPads ausnutzen möchten. Und das ist sicherlich nicht möglich, wenn wir nur die Apps vorgeben und die Schüler keine eigenen Apps aufspielen können oder dürfen. Wir haben es auch häufig, dass Kinder uns auf Apps hinweisen, die wir für gut befinden und dann in unser System mit aufnehmen. Das iPad wird an unserer Schule als Lehrmittel angesehen, also es wird damit gelehrt in Form von Schulbüchern, Apps, Programmen und so weiter, als auch als Lerngerät. Das heißt, hier werden Lernprogramme installiert sein und auch die digitale Mappenführung ist ein großes Thema. Die Privatnutzung als solche ist nicht ausgeschlossen. Das haben wir uns lange überlegt. Zuerst wollten wir das unterbinden. Letztendlich aber war das nicht durchsetzbar, denn es gab großen Widerstand sowohl von den Schülerinnen und Schülern als auch deren Eltern, die gesagt haben, wir schaffen die Geräte selbst an, also soll auch die Privatnutzung möglich sein. Lange Zeit haben wir darüber nachgedacht, ob wir da mit unterschiedlichen Profilen arbeiten wollen, für zu Hause und in der Schule und so weiter, das Ganze aber dann verworfen und setzen nun darauf, dass im unterrichtlichen Einsatz die App Classroom eingesetzt werden kann, wenn man denn hier eine genaue Kontrolle über die Geräte haben möchte. Das Gerät selbst ist in der Schule zunächst einmal ein reines Arbeitsmittel. Weiterhin dürfen allerdings die Schülerinnen eine eigene Apple-ID aufspielen, sodass auch die Schülerinnen im App Store eigene private Apps aufspielen können. Also zu Hause ist es natürlich auch ein privates Gerät für unsere Schülerinnen. Dadurch, dass die Eltern einen hohen Betrag für dieses Gerät bezahlen, haben wir uns dafür entschieden, dass natürlich auch die Schülerinnen dieses Gerät als ihr Privatgerät benutzen dürfen, so wie sie es wollen. Die einzige Bedingung ist, sie müssen genügend Speicherplatz freihalten, damit die Schul-Apps reibungslos funktionieren. Ansonsten können sie mit ihrem Gerät zu Hause machen, was sie für richtig halten. Wir haben uns von Beginn an gegen die Installation von Apps durch Schülerinnen und Schüler entschieden. Dadurch, dass wir durch unser Management-System die Apps ohne eine Apple-ID auf die Geräte verteilen können, ist dort auch die datenschutzsicherere Lösung ohne Apple-ID durch die Schülerinnen und Schüler von uns bevorzugt worden. Dadurch, dass die Freizeitnutzung eingeschränkt ist, ist auch mit einer längeren Haltbarkeit zu rechnen. Dennoch ist die private Nutzung natürlich nicht verboten. Viele der Funktionen sind im Browser aufrufbar. Vieles ist nutzbar. Inzwischen haben wir das Angebot ein bisschen auch geöffnet, indem wir auf Anfrage Apps in einem internen Store zur Verfügung stellen. Dazu zählen zum Beispiel bestimmte Druckerprogramme, die manche Familien zu Hause nutzen möchten, oder auch die kommerziellen Angebote von Drittanbietern, zum Beispiel für Lern-Apps. Bei uns dürfen die Schüler mit den Geräten machen, was sie wollen, aber nur zu Hause. Das heißt, die Geräte können zu Hause ganz normal eingesetzt werden, als wäre es ein ganz normal gekauftes Gerät.
Und in der Schule dürfen die Schüler im Unterricht nur die Dinge machen, die von dem Lehrer erlaubt sind. Wir haben bei uns auch eine Option, dass die Lehrer bestimmte Programme verbieten können, aber das wird gar nicht so viel eingesetzt, wie man vorher dachte. Das normale Schulbuch hat bei uns immer noch seine Daseinsberechtigung. Unsere Schüler erhalten lediglich das digitale Schulbuch zusätzlich auf ihr Endgerät. Das digitale Schulbuch alleine, ohne die Printversion zu haben, kam für uns nicht in Frage. Der Bildschirm des iPads ist sehr klein und sollte man dort zwei Dinge gleichzeitig ausführen wollen, wie zum Beispiel die Mappenführung und ein Buch geöffnet haben wollen, wäre der Bildschirm noch kleiner und das Arbeiten wäre wirklich sehr unkomfortabel für die Schülerinnen und Schüler. Von Anfang an war bei uns an der Schule klar, dass wir Apps einsetzen wollen, wenn sie denn Schulbücher ersetzen können. Die Entscheidung darüber muss letztlich jede Fachkonferenz selbst entscheiden, denn das ist ja eine fachdidaktische Frage, welches Lehrwerk eingesetzt wird. Wenn es aber eine App-Version dieses Lehrwerks gibt, soll die auch eingesetzt werden, das ist Vorgabe. Warum? Ja, zum einen spart das Gewicht, zum zweiten oftmals auch Geld und zum dritten, dann können einfache Einbindung in die vorhandene Notizsoftware Notability erfolgen, sodass man dann auch Texte, Bilder und so weiter übernehmen kann und dann direkt mit diesen Texten dann auch in elektronischer Form ergänzt durch handschriftliche Notizen elektronisch dann eben arbeiten kann. Als wir 2017 mit den Geräten begannen, haben wir uns natürlich auch überlegt, dass wir möglichst viele Schulbücher aus dem Schulranzen verbannen wollen und digitale Schulbücher auf den Geräten zur Verfügung stellen wollen. Das gestaltete sich zu Beginn erst einmal noch recht schwierig, weil viele Lehrwerke digital gar nicht zu erhalten waren oder aber auch mit größeren Zusatzkosten. Teilweise haben die Verlage uns auch einfach digitale Versionen zur Verfügung gestellt, wenn wir denn die analogen Bücher im Besitz hatten. Hier sind wir noch nicht so ganz am Ende der Entwicklung angelangt. Wir wollen aber möglichst viele Bücher in digitaler Form auf den Geräten zur Verfügung stellen. Die letzte Entscheidung trifft bei uns allerdings die Fachkonferenz. Von Beginn an waren wir bemüht, möglichst alle Schulbücher zusätzlich auch digital auf den Geräten zur Verfügung zu stellen. Das ist relativ bald gelungen, da die Verlage für fast alle Bücher dort digitale Angebote auch zur Verfügung stellen. Für uns bedeutet das, dass die Schülerinnen und Schüler weiterhin die Papierbücher in der Schulbuchausleihe ausleihen und zusätzlich ohne weitere Kosten die digitalen Schulbücher auf den Geräten zur Verfügung haben. Sie können also selbst entscheiden, ob sie die Bücher in der Schule lagern, ob sie die Bücher zu Hause lassen, ob sie sich vielleicht mit ihrer Banknachbarin ein Buch teilen oder das Buch nur an einem bestimmten Ort haben. Natürlich können sie die Bücher auch hin und her tragen. Auf jeden Fall ist durch die Tablets aber gewährleistet, dass sie alle Bücher immer dabei haben. Wir nutzen auch digitale Bücher bei uns an der Schule, aber nur als Ersatz, weil wir der Meinung sind, dass ein Gerät als Buch und gleichzeitig auch als Schreibersatz nicht möglich sind. Das heißt, man muss häufig die Aufgabenstellung lesen, man muss vielleicht nochmal was nachschlagen und wenn man dann nur ein Gerät hat, auf dem man gleichzeitig beantwortet und liest, ist das für uns eigentlich keine gute Möglichkeit. Dementsprechend haben wir die digitalen Bücher als Ersatz. Das heißt, die Schüler können ihre Bücher in der Schule lassen und wenn sie zu Hause mal Hausaufgaben machen müssen, können sie auf die digitalen Bücher zurückgreifen. Seit einem Jahr testen wir die digitale Mappenführung. Wir nutzen Book Creator und GoodNotes. Book Creator erscheint uns sehr sinnvoll für die naturwissenschaftlichen Bereiche, da man hier auch Videos mit in das Buch einbinden kann. GoodNotes nutzen wir in allen anderen Fächern. Ja, digitale Mappen sind geplant. Letztlich muss dazu aber jede Fachgruppe sich selbst beraten und dazu eine Entscheidung treffen. Es kann durchaus sein, dass das kritisch gesehen wird. Das ist zum Beispiel derzeit in der Mathe-Fachgruppe der Fall, weil die Mathe-Kolleginnen und Kollegen sagen, naja, wenn wir das Schulbuch in elektronischer Form haben, den Taschenrechner in elektronischer Form und dann auch noch den Taschenrechner, dann wird es gegebenenfalls etwas schwierig, um hier immer hin und her zu schalten zwischen irgendwelchen Apps.
Wenn man nur zwei Dinge im Einsatz hat, also das Schulbuch und die Mappe, dann kann man ja gegebenenfalls mit dem Splitscreen arbeiten. Das sind solche Überlegungen, die hier gefällt werden. Es zeigt sich aber bereits jetzt, dass viele Fächer hier auf digitale Mappen setzen wollen. Die App, die dazu im Einsatz ist, ist Notability. Warum ausgerechnet Notability? Das war von Anfang an überhaupt nicht klar, denn wir haben auch GoodNotes ausprobiert. Ja, Notability hat eine ganz wichtige Funktion, nämlich die Backups können im Hintergrund auf freien WebDAV-Servern abgelegt werden und hier kann dann eben der ISAF genutzt werden. Das ist der eingeführte Schulserver. Denn es gibt eine Vorgabe, dass alles, was im Unterricht und auch zu Hause erarbeitet wird, von den Schülerinnen und Schülern und auch von den Lehrkräften, auf dem ISAF abgelegt werden soll, damit im Verlustfall weiter mit den eigenen erarbeiteten Dateien und Dokumenten gearbeitet werden kann. Schülerinnen nutzen ihr iPad auch zur digitalen Mappenführung. Wir haben uns für die App Notability entschieden und in dieser App schreiben unsere Schülerinnen alles mit. Bis auf Filme können alle Unterrichtsergebnisse dort dokumentiert werden. Unsere Kolleginnen und Kollegen nutzen diese App genauso und somit können wir auf einfache Weise Daten, Notizen hin und her transferieren. Das Erstellen und Führen von digitalen Mappen ist den Schülerinnen und Schülern in der Regel freigestellt. Nachdem wir mehrere Jahre mit der App ZoomNotes gearbeitet haben, nutzen wir seit einiger Zeit die App GoodNotes für digitale Mappen. Diese App ist in der Bedienung etwas einfacher als ZoomNotes, hat dadurch aber auch ein paar Tools nicht, die mitunter vermisst werden. Die Führung einer digitalen Mappe ist unabhängig vom Fach möglich. Von einem Kollegen, der Musikunterricht, weiß ich, dass er sehr viele Noten austeilt. Hier bietet es sich ganz besonders an, die Mappe digital zu führen, da man dort eine ganze Menge von Fotokopien ersetzen kann durch die digitale Version. Aber auch in meinem Fach Physik hat die Führung einer digitalen Mappe etliche Vorteile. Hier können nicht nur interaktive Arbeitsblätter hinterlegt werden, man kann Videos von Experimenten mitnutzen und kann dadurch eine deutlich breitere Palette an Dokumentationen auch im Physikunterricht in die Mappe mit einbauen. Ja, wir nutzen bei uns in der Schule digitale Mappen. Wir nutzen das Programm OneNote als digitales Arbeitsheft für alle Schülerinnen und Schüler. Alle Fächer arbeiten damit und die Schüler bekommen alle ihre Aufgaben, ihre Arbeitsblätter über diese digitale Mappe. Und die Lehrkraft kann auch jederzeit in diese digitale Mappe Einsicht nehmen und hat einen guten Überblick über den Arbeitsstand der Schüler. Ganz wichtig und entscheidend ist, dass die Lehrkräfte mitzunehmen. Die müssen überzeugt werden. Wenn man hier mehrere Fraktionen hat, die auf unterschiedliche Geräteklasse setzen oder vielleicht das Bring-on-Device-Konzept vertreten, dann hat man Schwierigkeiten und sollte mit einer 1:1-Ausstattung warten. Dann hier lieber nochmal die Lehrkräfte das ausprobieren lassen, Arbeitsgruppen bilden, vielleicht auch erstmal mit einer Klasse beginnen, mit einer Klasse das Ganze ausprobieren, hier dann vielleicht die Geräte auch stellen und nicht anschaffen lassen. Denn die können ja auch hinterher durchaus weiter in Koffern eingesetzt werden. Also schrittweise vorgehen, auf Überzeugungsarbeit setzen und nichts überstürzen. Nach den Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, dass wir zunächst nur eine oder einzelne Klassen in einem Jahrgang hatten, würde ich jeder Schule raten, auch für eine testweise Einführung einen ganzen Jahrgang auszuwählen. Die Probleme, die man möglicherweise durch die Durchmischung in höheren Jahrgängen erhält, sind erheblich. Sehr wichtig ist es, die Lehrkräfte auf dem Weg mitzunehmen, sie ausreichend fortzubilden, die Ängste dadurch zu nehmen, die Nutzung möglichst einfach zu halten und auch ständig Ansprechpartner zu haben, die bei Sorgen, Fragen und Problemen den Lehrkräften zur Seite stehen können. Wichtig ist vorher zu klären, was man eigentlich erreichen will mit dem Einsatz eines Tablets in der Schule und warum es eingeführt werden soll. Es macht natürlich keinen Sinn, das einfach nur zu machen, weil es gerade alle machen. Aber wichtig ist auch, dass man eine große Gruppe an Lehrern hat, die Lust darauf haben, das auszuprobieren. Wir verwalten unsere iPads mit Jamf. Die iPads werden mithilfe eines MDM verwaltet. Hier wurden drei MDMs ausprobiert, und zwar Relution, Jamf School und iSurf. Letztlich ist die Entscheidung auf das ISAF MDM gefallen, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil es umsonst ist und weil der ISAF als Schulserver das bereits mitliefert und das so einfach in der Bedienung ist, dass auch die vorhandenen ISAF-Admins das mitbetreuen können.
Jetzt lässt sich natürlich sagen, okay, das ISAF-MDM kann ja nicht alles, was die anderen MDMs können, das stimmt auch. Das ISAF-MDM hat im Vergleich einen reduzierten Funktionsumfang, aber für unsere Schule reicht das. Also das, was das ISAF-MDM mitbringt, reicht für das, was wir mit den iPads machen wollen. Um die Geräte zu administrieren, benutzen wir bei uns an der Schule das Managementsystem JamSchool. Hier fallen weitere Gebühren an. Einmal im Jahr werden 5 Euro pro Gerät fällig. Die Verwaltung der Geräte wird im Grunde genommen an unserer Schule von 2 Kolleginnen und Kollegen durchgeführt. Man braucht mindestens 2, an die sich dort auskennen und im Bedarfsfall auch reagieren können, wenn Schülerinnen mit ihren Geräten kommen und zum Beispiel sagen, oh, ich habe meinen Passcode wieder einmal vergessen, können Sie den nochmal zurücksetzen? Dann benötigt man die Möglichkeit, das über dieses Managementsystem ganz schnell und unbürokratisch machen zu können. Wir benutzen von Beginn an die Lösung Zuludesk, die inzwischen von der Marke Jamf übernommen wurde. Das Management erlaubt es mithilfe der App Classroom, innerhalb des Klassenraums auf die Geräteinhalte zu schauen, sprich die Lehrkräfte können sehen, was die Schülerinnen und Schüler an den Geräten gerade arbeiten. Darüber hinaus nutzen wir die Teacher-App von JamSchool, damit wir auf einzelne Apps oder auch einzelne Internetseiten die Schülernutzung einschränken können. Die Geräte werden bei uns an der Schule über ein MDM-System verwaltet, sodass der Aufwand für die einzelnen Lehrpersonen, wenn es neue Apps zu installieren gibt, sehr gering ist. Und das ist auch für mich die Voraussetzung für eine Schule, wenn sie mit dem Gerät arbeiten, mit einem Tablet arbeiten will, dass die Administration von allen Geräten in einer Hand liegt. Unsere Eltern haben die Möglichkeit, eine Versicherung abzuschließen, die wir als Schule jedoch nicht bieten, sondern unser Bildungspartner. Das heißt, wenn die Eltern die Geräte bei unserem Bildungspartner kaufen, können sie dort eine Versicherung abschließen. Es gibt eine Versicherung, und zwar über den kommunalen Schadensausgleich. Das ist eine Versicherung des Schulträgers und über diesen sind die iPads mitversichert, was den unterrichtlichen Einsatz betrifft und auch die Fahrt zur Schule hin und her und auch den Einsatz zu Hause, wenn es sich dann um Unterrichtsvor- oder Nachbereitung handelt. Das ist ganz wichtig. Der private Einsatz ist allerdings nicht versichert. Also wenn hier eine Privatnutzung gewollt ist, dann muss das hier der Versicherungsfall extra abgesichert werden durch eine Elektronikversicherung oder irgendeine andere Versicherung, über die man das mitversichern kann. Es ist auch möglich, hier die Versicherung der Schullieferanten, bei uns ist das die Gesellschaft für digitale Bildung, mit einzukaufen. Allerdings zieht die Schule auch einmal im Jahr zurzeit 13 Euro für eine Versicherung ein. Sollte es zu einem Schaden kommen, beträgt der Eigenanteil 50 Euro. Von Beginn an haben wir ein Versicherungsmodell gewählt, das vor allem die Kosten für die Eltern möglichst niedrig hält. Der Förderverein unserer Schule tritt als Versicherungsnehmer auf und versichert alle elternfinanzierten Geräte en bloc. Das hat zur Folge, dass wir die Schülerendgeräte für einen Preis von ca. 1 Euro pro Monat versichern können, und zwar über die gesamte Verbleibezeit an unserer Schule, sprich für die 7, vielleicht 8 Jahre, die die Schülerinnen und Schüler bei uns verbringen. Ja, es gibt bei uns an der Schule eine Versicherung, die alle Schülerinnen wählen können, müssen sie aber nicht. Die meisten Schüler wählen es dazu, damit alle Kosten erstmal ausgeschlossen sind. Unsere Versicherung hat keine Selbstbeteiligung und auch keine Begrenzung von Schäden, sodass die Eltern, wenn sie einmal die Versicherung abgeschlossen haben, auf der sicheren Seite sind. Sollte ein iPad mal kaputt gehen, sind die Eltern dafür verantwortlich, dieses Gerät zum Support zu schicken. In besonderen Fällen übernehmen wir die Aufgabe und unterstützen die Familien, wenn sie Probleme haben. Die Schule unterstützt die Schülerinnen und Schüler insofern, als sie ein Leihgerät zur Verfügung stellt, wenn das eigene Gerät ausfällt. Liegt ein Versicherungsschaden vor, der über den kommunalen Schadensausgleich abzuwickeln ist, so übernimmt das dann die Schule. Geht es um einen privaten Versicherungsschaden, dann müssen sich die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler selbst darum kümmern. Sind noch Daten auf dem Gerät vorhanden, die unbedingt noch irgendwo gesichert werden müssen, so kann die Schule das nicht übernehmen. Das muss dann also selbst gemacht werden, denn die schulische Vorgabe, dass
Erarbeitungen sowieso immer auf dem ISAF abgelegt werden sollen. Und die Schülerinnen und Schüler werden auch insofern geschult, als die Programme, die im Einsatz sind, dann eben so eingerichtet werden sollen, dass hier im Hintergrund Backups auf den ISAF laufen oder direkt auf dem ISAF abgelegt werden soll. Falls das nicht möglich ist, also falls irgendeine App das nicht kann, dann müssen dann eben regelmäßig Sicherungen die Schülerinnen und Schüler selber erfolgen, damit die Dateien dann auf dem ISAF abgelegt werden. Alle Schülerinnen sind verpflichtet, ein Case zu benutzen, also jedes iPad ist in einem Case gesichert. Dennoch passiert es, dass das Display vorne kaputt geht. Wir unterstützen unsere Schülerinnen dahingehend, dass wir über unseren Schulassistenten einen Vordruck haben, den die Schülerinnen dann ausfüllen, beziehungsweise die Eltern der Schülerinnen. Die Eltern schicken das Gerät dann ein und bei Schwierigkeiten auch mit der Versicherung gibt es immer mal die Möglichkeit, dass sich die Schule auch direkt dann an die Versicherung wendet. Aber in der Regel hatten wir bislang auch mit der Versicherung nur wenig Schwierigkeiten. Wichtig ist allerdings, dass man von dem Schaden unbedingt ein Foto machen muss, bevor man es einschickt. Das verlangt beispielsweise die Versicherung. Wir haben feste Ansprechpartner in der Schule, die die Schüler kontaktieren können, wenn ihr Gerät zu Schaden gekommen ist. Diese Lehrkraft erstellt ein Backup des defekten Gerätes und überträgt dieses auf ein Leihgerät, das die Schülerin oder der Schüler für die Zeit der Reparatur zur Verfügung gestellt bekommt. Wir übergeben den Schaden an unseren Schadensabwickler. Dieser reguliert sowohl die Reparatur als auch die Abrechnung mit der Versicherung. Gleichzeitig zahlen die Eltern den Selbstbehalt von 50 Euro auf das Konto des Fördervereins, das hier als Schnittstelle für die Abrechnung auch für das Reparaturunternehmen gilt. Sobald das Gerät repariert ist, das ist in der Regel nach einer, spätestens zwei Wochen der Fall, wird das Gerät an die Schule zurückgesendet und wir übertragen den aktuellen Stand des Backups von dem Leihgerät wieder zurück auf das Schülergerät und dann kann der Schüler, die Schülerin entsprechend dort weiterarbeiten, wo er oder sie aufgehört hat. Unsere Schüler werden dabei unterstützt, wenn es einen Schaden gibt, indem sie von der Schule ein Leihgerät bekommen und der Abwicklungsprozess des Schadens läuft aber eigentlich über die Eltern. Wenn es da mal Probleme gibt, helfen wir, aber eigentlich sind wir aus diesem Prozess heraus. Die iPads weisen eine ordentliche Haltbarkeit auf. Bisher hatten wir einen aufgeblähten Akku, ansonsten sind es vermehrt Displayschäden, die durch sorgloses Verhalten der Schülerinnen und Schüler zustande kommen. Wir haben seit 1,5 Jahren iPads im Einsatz, ca. 100 Stück. Das Ganze wurde jetzt noch ergänzt. Das heißt, im Moment sind wir bei ungefähr 150 iPads. Wir hatten noch nicht einen Versicherungsschaden. Die Erfahrung von anderen Schulen zeigt, dass hier gegebenenfalls Wasserschäden auftreten oder auch mal Displaybruch. Die iPads haben ja keine beweglichen Teile. Insofern sind diese Schaden auch am wahrscheinlichsten. Wir erwarten aber nicht, dass der Schadensfall hier häufig eintritt. Gemeinsam mit den Eltern haben wir uns vor ein paar Jahren entschieden, den Kauf einer robusten Hülle verbindlich zu machen. Nur bei der Verwendung einer solchen robusten Hülle gilt der Versicherungsschutz und nur dann werden die Geräte auch durch unsere Versicherung und durch unseren Prozess dort ersetzt. Seitdem sind die Schadenszahlen erkennbar zurückgegangen. Wie haltbar die Geräte sind, hat sich in den letzten 7 Jahren gezeigt. Wir haben viele Leihgeräte in der Schule, die schon 5 oder 6 Jahre funktionieren, aber für die 1:1-Ausstattung rechnen wir immer mit 5 Jahren, sodass ein Gerät für die Schulzeit bei uns reicht. Rückblickend gesehen haben wir keine größeren Fehler gemacht. Wir haben viele Patzer vermeiden können, indem wir uns Expertise von anderen Schulen eingeholt haben. Das heißt, wir waren mit anderen Lehrkräften im Gespräch, sowohl auf Schulleitungsebene als auch auf Administrationsebene, als auch von Lehrkraft zu Lehrkraft selbst. Wir haben Online-Schulungen besucht, wir haben Arbeitsgruppen eingerichtet, wir haben verschiedene Geräte ausgesucht, ausprobiert und wir haben auch die Eltern mitgenommen. Insofern ist es wirklich sehr gut gelaufen an unserer Schule und ich kann auch nur empfehlen, hier Zeit zu lassen, Arbeitsgruppen einzurichten und entsprechend auch vorzugehen. Nichts überstürzen, das ist ganz wichtig. Dann hat man entsprechend hinterher auch eine gute Annahme und kann dann mit den Geräten durchstarten. Wir haben am Anfang zu schnell die Einführung durchgezogen. Das hat jetzt keine schlimmen Folgen gehabt,
Aber der Stress bei allen Beteiligten war dementsprechend riesengroß. Bis wir raus hatten, wie das mit dem Management-System funktioniert, bis wir die Kolleginnen und Kollegen überzeugt hatten, was machen wir mit den Geräten im Unterricht, das war sehr, sehr stressig. Als größten Fehler würde ich weiterhin bezeichnen, dass wir mit einer Klasse gestartet sind. Historisch bedingt, denke ich, hätten wir das damals nicht anders machen können. Würde aber den Schulen, die jetzt neu starten, weiterhin raten, fangen Sie mit einem Jahrgang an. Das Wichtigste ist, die Lehrkräfte mitzunehmen. Die müssen hinterher täglich mit den Geräten arbeiten, also nichts überstürzen und auch nicht Entscheidungen durchdrücken mit irgendwelchen Kampfentscheidungen in irgendwelchen Konferenzen. Also das ist nicht gut. Man muss wirklich hier auf möglichst großen Konsens setzen und wenn man den nicht hat, dann mehr Zeit einräumen. Als Tipp gebe ich jedem auf dem Weg: Nehmen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg. Wenn Inhalte aus dem Kollegium herauswachsen, ist es immer besser, als wenn man von oben bestimmen muss, was mit den Geräten beispielsweise gemacht werden soll. Ihre Kolleginnen und Kollegen sind kreativ. Geben Sie ihnen den Freiraum, auch mal etwas ausprobieren zu dürfen. Und schaffen Sie ein Netzwerk. Lassen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen miteinander über diese neuen technischen Möglichkeiten, die sich auf pädagogischer Ebene auswirken, austauschen können. Wenn eine Schule neu starten möchte, dann kann ich hier nur Folgendes raten. Nutzen Sie einheitliche Geräte für alle Schülerinnen und Schüler, denn nur so können Sie die Lehrkräfte entlasten vor Sorgen, die ohnehin groß genug sein werden, wenn Sie starten. Und nur dann können Sie auch mit Hilfe einem MDM, was in meinen Augen unerlässlich ist, die Geräte sicher und sinnvoll steuern. Wenn Sie anfangen wollen, ist für mich Ihr Tipp: Fragen Sie andere Schulen, was Sie für Erfahrungen haben, aber machen Sie auch eigene Erfahrungen. Das heißt, probieren Sie aus, testen Sie es mal eine Woche mit Geräten. Man kann sich überall Geräte auch leihen. Und nur wer eigene Erfahrungen macht, kann auch die richtige Entscheidung treffen. Wer das mobile Lernen an seiner Schule implementieren möchte, benötigt ein hochmotiviertes Team, welches auch mit Gegenwind gut zurechtkommt. Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann digitale Endgeräte zu unserem Schulalltag gehören werden.